Wild. Seit Jahrhunderten kommt es in Deutschland auf den Tisch. Und auch aus der oberfränkischen Küche ist es nicht wegzudenken. Rotwild, Wildschwein, sie alle gehören zur Genussregion Oberfranken. Günter Schöffel ist Jäger. Er wacht über das Wild der Region. Er weiß, was Wildbret für die Genussregion Oberfranken bedeutet. Es bedeutet für mich in erster Linie mal Regionalität. Und vor allen Dingen auch, dass wir hier in Oberfranken sehr gute Produkte haben, sehr gute Produkte erzeugen, weiterverarbeiten und es auch den Gästen, Verbrauchern kredenzen, vorsetzen, möchte ich einmal sagen. Und darauf dürfen wir stolz sein. Seine Aufgabe ist es nicht nur, das Wild zu jagen, sondern auch, es zu unterstützen und zu bewachen. Er weiß um den Stellenwert des Wilds. Wild hat einen sehr hohen Stellenwert bei dem Verbraucher, bei dem Gast, bei dem, möchte ich sagen, Genießer. Denn Wild ist A, frei von jeglichen Medikamenten, frei von Antibiotika. Und es äßt ja auch nur das, was weder gespritzt ist, noch irgendwelche künstlichen Zusätze hat. Und mehr Wildbio gibt es nicht. Im Winter heißt es zum Beispiel auch zufüttern. Gemeinsam mit seiner Familie sorgt Schöffel für eine ausgewogene Balance in der Gegend. Das hilft auch dem Tierwohl. Tierwohl ist ja in erster Linie für Tiere, die im Stall gehalten werden, in irgendwelchen Gattern. Wild aus freier Wildbahn. Mehr Tierwohl gibt es nicht. Das Wild ist weder angebunden, noch wird es in irgendeiner Form eingezwängt in ein Gatter, sondern es kann frei leben, es kann über die Wiesen ziehen, springen, laufen, wie auch immer, und hat in keinster Weise eine Einschränkung. Und so ist qualitativ hochwertiges Wild eines der besten Produkte auf den Tischen der Genussregion. Das Tier wird nicht nur von Schöffel geschossen, sondern auch verwertet. So ist sichergestellt, dass hochwertigste Produkte auf den Tellern der Gäste landen. Die Schwerpunkte beim Wild, was das Wildbrett anbelangt, das sogenannte Wildfleisch, mehr Inhaltsstoffe in Bezug Vitamine und Nährwert wiederum für den Verbraucher, für den Genießer, für den Gast, gibt es nicht. Das, was das Wild bringt, kann ein Tier aus einer Stallhaltung nicht bringen. Denn in der Stallhaltung ist es so, dem Tier werden irgendwelche Futtermittel vorgesetzt. Das Tier muss das dann quasi zu sich nehmen, was im Bahn liegt, was vorgesetzt wird. Das Wild in der freien Wildbahn isst nur das, was ihm schmeckt und was ihm gut tut, was für ihn gesund ist. Und das ist der große Vorteil, was Wildbret als solches dann wiederum bringt. Jäger ist ein Job, der das ganze Jahr über beschäftigt. Auch hier merkt man die Auswirkungen des Klimawandels. Was bedeutet der für das Wild in der Genussregion? Also die Zukunft fürs Wild als solches wird durch den Klimawandel keine Einschränkung haben. Denn das Wild passt sich immer wieder an. Und es ist nach wie vor fürs Wild ja reichlich Äsung, Nahrung vorhanden. Und wie gesagt, es ist ja nicht gebunden an einen Stall, an einem bestimmten Platz, sondern das Wild sucht sich im Sommer, wenn es sehr heiß ist, in dem Wald Schatten. Es sucht Gebiete auf, wo es eben auch genügend Wasser gibt, um es zu schöpfen in der Jägersprache. Und es wird auch genügend Deckung finden. Und wie gesagt, Wild ist da schon anpassungsfähig. Und ich glaube nicht, dass wir da in den nächsten 10, 20 Jahren in irgendeiner Form Probleme bekommen werden fürs Wild. Wildfleisch aus der oberfränkischen Heimat. Regional, hochwertig und ein fester Bestandteil der Genussregion Oberfranken.